Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie eine zuverlässige Sicherung Ihrer Knapp-NAS-Daten und eine Kopie Ihrer KTS-Systemkonfiguration erstellen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. NAS vereinfacht die gemeinsame Nutzung und den Schutz von Daten, indem es den Fernzugriff und die Sicherung von wichtigen Daten ermöglicht. Knapp ist einer der bekanntesten NAS-Anbieter und Unternehmen nutzen seine NAS-Geräte häufig zur Speicherung sensibler Daten. Es gibt viele Gründe, warum Sie die Freigabe und Konfiguration Ihres Knapp-NAS-Systems sichern sollten. An erster Stelle steht die Frage der Datensicherheit. Es sind verschiedene unvorgesehene Situationen möglich, zum Beispiel Hardwareausfälle, Virenangriffe oder versehentliches Löschen von Dateien. In jedem dieser Fälle laufen Sie ohne Backup Gefahr, wichtige Dokumente, Fotos oder andere wertvolle Dateien zu verlieren. Selbst die zuverlässigen Geräte unterliegen mit der Zeit einem Verschleiß. Die Erstellung einer Sicherungskopie hilft, Datenverluste im Falle eines Festplattenausfalls oder anderen Hardwarefehlers zu vermeiden. Es ist ein Sicherheitsnetz, das die Kontinuität Ihres Unternehmens gewährleistet und lange Wiederherstellungszeiten verhindert. Für Unternehmen ist die Kontinuität des Betriebs und die Datensicherheit ein wichtiger Aspekt. Backups tragen dazu bei, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, indem sie sicherstellen, dass auf wichtige Daten auch in Notfällen zugegriffen werden kann. Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie die Knapp KTS-Systemkonfiguration gesichert wird. Knapp bietet eine integrierte Anwendung zum Sichern der Systemeinstellungen. Um sie zu finden, öffnen Sie das Admin-Panel Ihres Speichers und geben Sie dann zu Hauptmenü Systemsteuerung. Öffnen Sie hier unter System sichern, wiederherstellen. Um eine Kopie Ihrer Systemkonfiguration zu erstellen, klicken Sie auf Sichern. Diese Sicherung erstellt eine Kopie aller NAS-Einstellungen, einschließlich Benutzerkonten, Netzwerkkonfiguration, Anwendungseinstellungen und so weiter. Die Sicherungsdatei der Konfiguration wird auf Ihren Computer heruntergeladen. Sie finden sie in Ordner Downloads. Um die NAS-Konfiguration auf der Sicherung wiederherzustellen, klicken Sie unten auf Durchsuchen. Dann geben Sie den Pfad zur Sicherungsdatei an, öffnen und dann klicken Sie auf Wiederherstellen, fortfahren. Damit wird der Wiederherstellungsprozess gestartet. Sobald er angeschlossen ist, werden alle Einstellungen des QTS-Betriebssystems geladen. Auf diese Weise können Sie die Funktionsfähigkeit des Systems wiederherstellen oder die Einstellungen auf einem neuen Speicher nach einem Ausfall wiederherstellen, sowie die alte Systemkonfiguration nach einer erfolglosen Änderung der NAS-Geräteparameter wiederherstellen. Das System muss neu gebootet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster auf Ja, um das System neu zu starten. Es ist auch wichtig, Ihre Daten zu sichern, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Knapp bietet verschiedene Sicherungslösungen an, um sicherzustellen, dass Ihre Daten verfügbar sind. Sie können die Sicherung Ihrer Dateien mit dem im Anwendungszentrum bereitgestellten Tools starten. Für die Speicherung der Sicherungskopie können sowohl Cloud-Dienste als auch lokale Speicher verwendet werden. Knapp-Geräte, auf denen das QTS-Betriebssystem läuft, verwenden häufig die Anwendung FB3 Hybrid Backups Dienst 3, um ein Backup zu erstellen. Öffnen Sie das Anwendungszentrum, suchen Sie Hybrid Backup und installieren Sie die Anwendung. Hybrid Backups Sync ist eine All-in-One-Lösung für Datensicherung und Distance Recovery.
Sie können mehrere Arten von Sicherungs- und Synchronisierungsaufträgen zwischen Ihrem lokalen NAS-Gerät und mehrerer Zeit speichern, einschließlich entfernen NAS-Geräte, externen Geräte und Cloud-Speicherdienste erstellen. Die Anwendung Hybrid Backup verbessert die Effizienz der Deduplizierung und Verschlüsselung von Sicherungsdaten. Dieses nützliche Tool bietet außerdem verschiedene Funktionen, die das Einrichten und Verwalten von Aufträgen erleichtern. Starten Sie die Software und gehen Sie im sich öffnenden Dienstprogrammfenster zu Backup and Restore. Klicken Sie hier auf Backups, jetzt speichern und dann auf neuen Sicherungsauftrag. Danach wählen Sie den zu sichernden SQL-Ordner aus. Weiter. Und dann müssen Sie den Zeitspeicher auswählen. Das kann ein NAS-Gerät oder ein Cloud-Dienst sein. Lokales NAS, in diesem Fall wird die Sicherung in ein anderes Verzeichnis desselben Speichers hochgeladen. Dies kann ein anderes Laufwerk oder einfach ein anderer Ordner sein. Wählen Sie den Ort, an dem Sie die Sicherung speichern möchten und klicken Sie auf OK und dann weiter. Danach wird Ihnen angeboten, den Zeitplan für die Sicherungsaufträge zu konfigurieren. Hier müssen Sie nur die Zeit auswählen, die Häufigkeit angeben und so weiter. Für eine einmalige Sicherung kreuzen Sie keinen Zeitplan und Backups jetzt speichern weiter an. Sie können auch zusätzliche Filter, Richtlinien und Einstellungen konfigurieren. Hier empfiehlt es sich, das Komfortkästchen zur Überprüfung des Dateinhalts zu aktivieren und die Integrität der Dateien sicherzustellen. Weiter. Klicken Sie auf Erstellen, um den Vorgang zu starten. Dadurch wird der Sicherungsprozess im angegebenen Verzeichnis gestartet. Entfernen NAS, wenn es in Ihrem Netzwerk einen weiteren NAS gibt, können Sie eine Kopie daraus speichern. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts, den Port und die Benutzeranmeldedaten mit Administratorenrechten an. Danach folgen die gleichen Einstellungen, Zeitplan, Filter, Richtlinien usw. Das Ergebnis ist, dass die Datensicherung auf ein anderes NAS hochgeladen wird. Der nächste Speichertyp ist der Cloud-Speicher. Hier sehen wir eine umfangreiche Liste verfügbarer Dienste. Wenn Sie einen dieser Dienste nutzen, können Sie die Sicherung in die Cloud hochladen, was die Sicherheit der Speicherung wichtiger Daten erheblich erhöht. Ich zeige Ihnen ein Beispiel von Dropbox, wie Sie eine Kopie der Daten hochladen können. Markieren Sie einen geeigneten Dienst, dann müssen Sie den Zugang zu Daten und Ordnern auf dem Cloud-Speicher geben. Und dann drücken Sie die Taste Erstellen. Dann auswählen. Geben Sie einen Ordner auf den Dienst. Okay und weiter. Dann, wie auch im Falle der lokalen Speicherung, können Sie den Zeitplan und andere zusätzliche Parameter konfigurieren. Um den Kopiervorgang zu starten, klicken Sie auf Erstellen. Das Einrichten von Backups für andere Dienste ist nicht viel anders. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Konto bei diesem Cloud-Dienst und freien Speicherplatz für die Sicherung. Um Daten aus einer Sicherung wiederherzustellen, klicken Sie im Programmmenü auf die Schaltfläche Jetzt wiederherstellen. Wählen Sie dann den Speicherplatz im Quellspeicher. Und den Zielspeicher aus, den geben Sie dann an, wo Ihre Sicherung gespeichert wird, weiter. Nachdem Sie die erwarteten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Wiederherstellen. Danach werden die Daten aus der Sicherung wiederhergestellt. Hier können Sie den Wiederherstellungsprozess kontrollieren. Die Wiederherstellung ist erfolgreich. Zusätzlich zur Datensicherung können Sie einen Synchronisator Ihren Daten einrichten. In diesem Fall werden alle Änderungen in einem speziellen festgelegten Ordner automatisch in das Zielverzeichnis geschrieben. Um die Synchronisierung einzurichten, klicken Sie hier Jetzt synchronisieren
und wählen Sie eine von drei Aufgaben aus. Zwei Wege, ein Wege oder aktive Synchronisierung. Als nächstes wählen Sie den Speicherplatz im Zielspeicher aus. Dies kann ein lokaler, ein entferner NAS, ein entferner Server oder ein Cloud-Server sein. Fügen Sie Ordner für die Datensynchronisierung hinzu. Dann können Sie auch den Zeitplan und andere Parameter konfigurieren. Als Ergebnis haben wir die Synchronisierung von zwei Ordnern angerichtet. Unter den neuen Produkten ist Knapp dem Google Photo Partnerprogramm beim Kreten und hat eine innovative Lösung für die Sicherung von Fotos und Videos eingeführt, Mars. Mars ist eine Anwendung, die Dateien von Google Photo auf Knapp Netzwerkgeräte kopiert. Das wiederum spart Speicherplatz in der Cloud und auf verknüpften Geräten und es ist keine Abonnentengebühr erforderlich. Nach dem Öffnen des Programms sehen wir, dass hier derzeit zwei Anwendungen verfügbar sind, WordPress und Google Photos. Für die App müssen Sie lediglich Ihre Google-Kontodaten eingeben. Klicken Sie hier auf Dienst hinzufügen, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf mit Google Photos verbinden. Wählen Sie das Konto aus, erteilen Sie die Erlaubnis und klicken Sie dann auf Apply. Wir haben auch also Google Photos mit unserem Knapp-Speicher verbunden. Nachdem Sie die erste Sicherung von Google Photos auf dem NAS-Speicher erstellt haben, können Sie automatisch geplante Sicherungen einrichten. Dies kann täglich, wöchentlich oder monatlich erfolgen. Diese regelmäßige Einrichtung ermöglicht es Ihnen, den begrenzten Speicherplatz für Ihre Google Photos-Dateien systematisch freizugeben, insbesondere da viele von Ihnen von mobilen Geräten mit begrenztem Speicherplatz hochgeladen werden. Erstellen Sie einen neuen Sicherungsauftrag, wählen Sie einen Dienst aus, legen Sie einen Namen fest, geben Sie die Quelle und das Ziel an. Sie können hier auch bestimmte Dateien auswählen. Und konfigurieren Sie den Zeitplan. Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, klicken Sie auf Backup Now. Sobald die Sicherung abgeschlossen ist, wird eine Sicherung Ihrer Fotos und Videos von Google Photos in angegebener Ordnung angezeigt. Auch von dieser Sicherung können Sie diese Dateien wieder in den Cloud-Dienst zurückspielen, indem Sie einen neuen Wiederherstellungsauftrag einrichten. Was den WordPress-Dienst im Markt betrifft, müssen Sie zur Sicherung Ihrer Datenbank das Knapp NAS Backup Plugin in WordPress installieren und den Zusatzschlüssel erhalten. Danach können Sie einen WordPress-Dienst in Mars erstellen. Falls Sie Probleme mit der Wiederherstellung aus dem Backup haben, das Backup beschädigt ist oder fehlt, hilft Ihnen die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Red Recovery, versehentlich gelöschte Daten von Knapp RAID Array wiederherzustellen. Hetman Red Recovery hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten aus einem verstorbenen RAID Array im Falle eines versehentlichen Löschens oder Formatierens von Disk. Das Programm setzt das Array automatisch aus, den Disk wieder zusammen und zeigt seinen Inhalt an. Zur Wiederherstellung führen Sie die Analyse aus und paaren, weil der Prozess abgeschlossen ist. Gehen Sie dann zu den Ordner, in dem Sie die verlorenen Dateien befanden und stellen Sie wieder her. Weitere Details zur Wiederherstellung mit Knapp QTS finden Sie in unseren anderen Videos, deren Link ich in der Beschreibung angegeben werde.
Wir haben also gelernt, wie man ein System-Backup und ein Datei-Backup erstellt und wie man Dateien aus einem Backup wiederherstellt. Wenn Sie Ihre Sicherungskopien regelmäßig überprüfen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten gut geschützt sind und im Bedarfsfall ist die Wiederherstellung einfach. Denken Sie daran, dass die Dateisicherung ein Schlüsselelement für die Sicherheit Ihrer Daten ist und das Programm bietet eine effiziente und bequeme Möglichkeit, diesen Prozess zu verwalten. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorene Datei wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hacking Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.